So, okay, läuft. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Ja, heute mal habe ich hier dieses, ja, passend zum heutigen Tag, den 31.10.2017, ein Deck mit Skeletten vorbereitet. Ja, gut, ein Spiegel ist auch drin. Ja, eine kleine Unterstützung, falls ich mal irgendwas spiegeln muss hier vom Gebäude. Bombenturmgrabstein. Ja. Das soll ein schauriges Deck für das heutige Tagesspecial Halloween sein. Der Trend ist zwar wahrscheinlich nicht so in Deutschland, aber eher so mehr in Amerika oder so. Woanders. Mal gucken, ob ihr das Deck jetzt mal den Kampf sehen könnt. Wenn mal hier. Ich habe jetzt mal vom Freund dazu mal eingeladen. Mal gucken. Ich glaube nicht, da kommt gerade nichts. Ach, kämpft selbst. Okay, da müssen wir schnell das Spiel machen. Aber hey, heute eine Free Riesenchest und die Quest Riesenchest direkt auf einen Schlag. Okay, die Quest Riesenchest habe ich schon geöffnet. War ziemlich selten. Ja, komm. Ein schöner Mix. Oh, der geht. Mein Teamkollege hat schon gestartet. Oh Gott. Okay. Jetzt muss ich wieder ins Game kommen. Grabstein. Friedhof habe ich auch bereit. Ja klar. Komme ich direkt mit dem Bombenturm zurück. Oh ja. Da können die Feuerspirits vom Ofen mal gute Nacht sagen, obwohl der Bombenturm ziemlich weit vorne ist. Habe ich wirklich damit gut predicted. Okay. Ach stimmt, ich habe ja noch was im Spiegel. Zack. Du bist abgelenkt. Das Deck macht mir wirklich Spaß. Zumindest, ja, es passt absolut gerade zu dem Thema. Und außerdem, wer hat schon mal ein Deck gesehen, was nur aus Skeletten besteht? Also aus Karten. Außer den Spiegel jetzt. Aber der ist ja nur dafür gedacht, um sowas zu spiegeln, so ähnliches. Also so diese Skeletteinheiten, Grabstein, Friedhof und so weiter. Ihr wisst ja, die Karten, die ja mit Skeletten zusammenhängen. Den lenke ich einmal ab. Ein Friedhof. Starte ich definitiv schon mal mit einer Skelettarmee. Naja, hat nichts wirklich gebracht. Schaden kassieren wir jetzt gerade so oder so viel. Okay. Ich kann nichts machen gerade. Aber man sieht den Schaden. Ein ganz schönes Deck ist das auch. Es war nicht wirklich so das beste Deck überhaupt, aber. Es ist wirklich passend zur Jahreszeit. Das muss man dem Deck jetzt lassen. Ja, du gehst töten. Ah. Aktivier bloß nicht den King's Tower. Aktiviert bloß nicht den King's Tower Skelette. Ach, Scheiße. Ich hatte den Friedhof versetzt. Das war jetzt voll mein Fehler. Riesenskelett. Macht er denn jetzt? Ich setze auf Balu. Nee. Bombenturm. Geht mal alle hier rüber. Der Grabstein sucht euch. Shit. Naja, es war ein schönes Game. Ich konnte nicht so schnell reagieren. Was? Neue Karte, Skelettfass enthüllt. Ehrlich? Ich rechne direkt eine Benachrichtigung zur nächsten Karte. Naja, getestet in der Challenge. Ich habe bestimmt noch ein paar Wiederholungen davon bereit. Wo haben wir denn das? Das nehmen wir mal. Das schauen wir uns mal an.
Weil hier haben wir wahrscheinlich die neue Karte gespielt, die vielleicht noch kommen wird zu Clash Royale, das Skelettfass. Dann schauen wir uns mal unseren Kampf an, den ich privat hatte. Aber. Nein, das war der falsche Kampf! Das war mein Teammate! Oh, fuck. Falscher Kampf. Ich hab mich verdrückt. Das sind die richtigen Kämpfe. Schau mal das erste an. Ich hab mich verdrückt. So, jetzt sind wir. Zumindest da in der Wiederholungsgucke. Hallo. So, vorspulen. Ah ja, stimmt, ich hatte verzögert gewählt. Ich hatte ja das Skelettfass zur Wahl. So, jetzt machen wir wieder normal. Schauen wir uns das mal an. Oh, er hatte mir die Barbarenhütte gegeben, was vielleicht sein kleiner Fehler war, weil so habe ich nämlich ein Gebäude. Er hat natürlich den Ofen, was natürlich ein bisschen gekontert hat. Aber die Hütte war natürlich auch eine ziemlich gute Karte. Weshalb er Feuergeister noch zum Ofen hatte, war mir unklar. Ist es mir bestimmt immer noch. Aber ich habe ja dann, ja, ihr seht's, den Skelettballon eingesetzt. Voll hinter der Musketierin gelandet, weil es down ging. Und hat die Musketierin ausgeschaltet. Na, wenn der Skelettballon stirbt oder sein Ziel erreicht, quasi jetzt den Turm, den wir hier sehen können. Also den Turm, ob rechts oder links, droppt er seine Skelette. Oder wenn er stirbt. Da haben wir jetzt bestimmt nicht gesehen, wie viele das waren. Warte mal, ich spule mal ein bisschen vor, dann können wir genau zählen. Nein, das ist jetzt Balloon. Ich halt jetzt. Ach. Oh. Ja. Ach, das war wieder zu schnell. Warte mal, wo habe ich jetzt demnächst meine Skelette gedroppt? Da hatte ich Schaden verursacht. Wo sind die? Okay, nächste Karte ist Skelettballon. Habe ich die da überhaupt nochmal eingesetzt? Ich glaube, nein, da habe ich erstmal gesetzt. Nein, da kein. Skelettballon hatte ich ja griffbereit. Er prädikte das ja mit dem Riesen. Dann setzte ich den Skelettballon ein. Da sieht er, wie er fliegt. Musketieren schießt die Ballons ab. Stopp. Ein Skelett war draufgegangen. Aber er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Skelette hat er gedroppt. 8 Skelette sind nicht wirklich wenig. Musketieren ist nämlich dadurch gestorben, weil 8 Skelette hält selbst nicht so eine taffe Musketieren gerade so aus. Weil die so nah gedroppt sind. Ja. Meiner mit Skeletten und den Ice Wizard abgewehrt. Skelettballoon und der normale Balloon. Die Bombe. Der Skelettballoon hatte sein Ziel erreicht und hat Schaden verursacht. Hätte ich noch mehr Zeit gehabt, wäre das sogar der Turm, weil er das nicht abgewehrt hat. Ja, abgewehrt hat. Naja, das war jetzt einmal kurz schneller Rückblick. Zu der Karte, ja, die hatte ich nämlich in der Challenge gespielt, direkt zu Anfang. Das ist der Halloween Challenge. Aber schafft man 9 Siege, kriegt man 100 von dieser Karte. Ist bestimmt eine Arena 6 Karte, davon gehen wir aus. Entschuldigung, Golem, auf dich wollte ich nicht gehen. Ist bestimmt eine Arena 6er Karte. Aber hey, wenn wir sie haben wollen, dann gucken wir so vielleicht. Optimieren wir das da ein bisschen so? Skelette raus, Skelettballon rein oder. Nee, die Guardians möchte ich da schon drin halten, weil die sind eine optisch. Optisch praktisch gut. Oder ich wechsle den Grabstein dann damit aus. Aber irgendwie finde ich den Skelettballon in diesem Deck gedächtnismäßig schon eine gute Option, wenn man den hier irgendwie gegen eine dieser Karten austauschen. Aber Skelettarmee, ziemlich schaurig, würde ich da drin lassen. Oder den Spiegel dann dagegen, aber dann habe ich ja keine gespiegelten Guardians mehr verfügbar.
Gut, gehen wir jetzt mal in den Duo-Kampf mit diesem schönen Deck wieder. Wir konnten ja mal eben so in einer meiner Wiederholungen sehen, wie der Skelettballoon seine Action hatte. Finde ich eine ziemlich nice Karte. Und bestimmt ist sie noch nicht wirklich Optimum. Ach Scheiße, ich sitze wieder in der Patsche. Naja, ihr seht's ja. Nicht wirklich optimal gegen Scharfrichter. Warum habe ich... Oh Gott, ich muss Skelette. Rennt da echt noch die Skelettarmee weiter? Shit. Rambock hat ein bisschen Schaden verursacht. Okay. Ich mache wieder meinen Grabstein. Okay. Er lenkt das gerade mit der Walküre ab. Warum ist er voll schnell aus der Reichweite? Rage. Gott, ich werde wahnsinnig. Was hältst du von den Guardians? Chip Damage. Wächter. Skelette. Doppelsepp. Hat sich aber echt nicht gelohnt. Alter. Ich finde das Deck echt nice. Und außerdem passt es voll zu dem Moment. Da kommt ein Friedhof. Finde ich auch ziemlich passend. Okay, der Rage war ziemlich... Alter Schwede, der Turm ist fast weg. Ach du Scheiße. Habe ich jetzt wieder... Oh, das wird nichts. Leider war mein Spiegel nicht mehr rechtzeitig bereit. Das Riesenskelett kriegt's, hatte es fast im Griff. Riesenskelett. Er frieste. Nein, ich will die Facecam nicht verstellen. Guck mal, da versehe ich auch noch drauf. Aber hey, schau dir mal den Schaden an. Naja, war voll die Niederlage. War nicht geplant, so dass es so weit käme, aber hey, dafür macht das Deck Spaß. Schauriges Deck. Komm. Ist jetzt egal. Hauptsache, es ist wirklich ein cooles Deck. Ich weiß ja nicht, wie ihr es findet. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dann vom Deck haltet. Aber für Duo-Kämpfe oder so ist das nicht geeignet. Aber zum schaurigen Spaß hier ist es definitiv ein lustiger Spaß. Wenn ihr mal so im Testspiel seid. Ein sehr witziges Deck. Oh, da haben die Kings Tower aktiviert. Alter, war das jetzt der große Fehler? Ja, den Friedhof haben sie abgewehrt. Aber hey, der Rockrider vom Teamkollegen ist dran. Die Skelettarmee ist rausgelockt. Hallo, Bombenturm. Kommst du mal auch bitte? Danke. Naja. Da haben wir beide schon mehr Schaden gemacht, der Teamkollege und ich. Vor allen Dingen, ich habe es ja geschafft, die Skelettarmee rauszulocken mit dem Friedhof. Doppelsepp. Ja, gegen Mini-Pekka habe ich schon was bereit. Erste Option, Guardians. Gefolgt, Skelettarmee. Hatte. Er greift die eine Seite an, ich versuche mal mit der anderen Seite. Ein bisschen zu shippen. Ja, ich shippe ein bisschen.
Bombenturm auch schon wieder schön im Einsatz. Ist zwar auf Turnierstandard der Turm bei mir, aber hey, macht ja nichts. Mini-Päcker. Ich greife mal mit den Guardians ein. Oh, Mega Knight. Double Miner. Ich meine, es ist defensive Skelettarmee. Der Scepter und die Pfeile sind geflogen. Oh, der hat es nicht mal geschafft. War das Schaden? So haarscharf ist der Mega Knight gerade gestorben. Ist mir jetzt egal. Friedhof. Lenkt mal ab. Holzfäller, ich lass dich nicht durch. Ihr seid starke Skelette, obwohl ihr nur zu dritt seid. Friedhof. Gewonnen. nee, Grabstein. Verwechsel ich gerade Friedhof mit Grabstein. Ehrlich. Ich will dich so verwechsel gerade ja viel. Gepatzt. Aber hey, man kann auch mit dem Deck im Duo-Kampf gewinnen. Wenn man das richtig anstellt. Kann man mit diesem Deck gewinnen? Nur der eine muss unterstützen. Seht ihr gerade echt meine Reaktion? Wow. Aktiviert zu Anfang mit dem Lightning gegen Kings Tower. Wie dämlich muss man damit sein? Ah, ich sag mal, den Friedhof habe ich gut gespielt. Ich schippe. Ich weiß nicht, ob ich sollte. Nein, ich sollte nicht. Ich sollte nicht. Und das war auch sicherlich eine gute Entscheidung gewesen, es jetzt gerade nicht zu tun. Mit dem Friedhof anzugreifen, weil so konnten wir jetzt den X-Bogen abwehren. Riesenskelett dran. Ob der Turm jetzt gefallen ist. Naja, fast. Wer schmeißt denn bitte sowas? Alles klar, wie schlecht muss der denn bitte sein? Das ist ja kein Teammate mehr. Ich starte mal mit einer Skelettarmee. Ganz geschützt. Klar, Elektro-Wizard. Er will ja nochmal eine Skelettarmee. Hier, gebe ich ihm eine Sechser. Okay, auf links wird gerade geschippt. Und der Turm ist weg. Weil die nichts gegen die Skelettarmee unternommen haben. Guardians. Riesenskelett. Okay, die haben kein Schild mehr. Sind aber. Okay, waren im Rennen. Naja, hat gut abgelenkt. Unterstützung, Skelettarmee. Sparky. Oh Gott, die Skelettarmee und diese Kombo. Habt ihr gesehen, wie der Sparky noch vorm Schuss zerpflückt wurde? Jetzt kommt der schöne Friedhof. Da mache ich einen defensiven Bombenturm und der ist nicht mal drauf gekommen. Aber es ist ein Free Crown. Wow. Wollte ich ja sagen. Oh. Verdammt. Ich weiß nicht, was er in ihrem Chat geöffnet. So. Wow. Wollte ich sagen. So, was kriegen wir jetzt aus der Crown Chest? Ein Goblin Fass. Kann ich mitnehmen. Ist okay. Ist okay. Ah, die letzte Clan Chest. Level 9. Ja, was soll man sagen? Was wir heute aber auch noch vorhaben, ist jetzt gerade nicht nur Clash Royale hier das schaurige Deck gespielt. Sollte euch das Deck aber trotzdem noch ansprechen.
Ich packe euch den Deck-Link in die Videobeschreibung rein. Falls ihr euch das Deck kopieren möchtet, macht es ruhig. Und ich sag mal, wir starten jetzt mit Clash of Clans, weil da ist ja auch noch ein lustiges Halloween-Ereignis am Start. Und wir sagen mal, ich schalte jetzt mal rüber. Ja, okay, jetzt befinden wir uns schon mal so. So, haben wir kurz pausiert, hatten wir das Ganze ja. Naja, komm, lädt es noch weiter. Danke. Okay, mein Dorf wurde überfallen, aber es wurde ein Sieg. Vergeltung nicht verfügbar. Schade. So viele Benachrichtigungen. Vorbereitungstag. Na, ja, das stimmt, der Clankrieg gibt's jetzt auch wieder. Schauen wir mal auf die Ereignisliste. Mehr Clankrieg-Belohnung, 2 Tage, 14 Stunden. So wie wir hier im Paket haben, Süßes oder Saures. Das habe ich nämlich schon privat abgeschlossen. Dafür mussten wir 44 Kürbisbarbaren benutzen und 2 Riesenskelette. 20 Mal siegen und dafür haben wir 125 Gems erhalten. Weil wir das beides auf einen Schlag beendet haben, würde ich mal sagen, wir haben 250 Gems insgesamt erhalten, sowie 600 EXP. Das sehen wir ja hier an der Gemkasse. Halloween-Angebot gibt's auch, es sind aber nicht wirklich viel. Ja. Luftabwehr verbessert sich auch schon mal eine. Das sammeln wir mal schön ein. Die Kürbisbarbaren sind maxed. Sollten die natürlich ihren Trefferpunkt verlieren, also hier ihren Kürbis, sind sie dann nur noch gewöhnliche maxed Barbaren. Sind wahrscheinlich auch nur für eine begrenzte Zeit verfügbar oder was. Weiß es nicht so genau. Aber warten wir mal ab. Hat ein Riesenskelett, ist Level 6 bei mir. Und ist eine ziemlich starke Sache. Vor allen Dingen überlegt mal, die Bombe, wenn er sie droppt, Schaden. Also, nice. Und ich glaube mal, wir suchen uns mal am besten jetzt mal schön noch ein Dorf, was wir schön mal K.O. hauen können. Wo wir schon mal hier sind, machen wir das mal schön. Nein. Barbarenkönig ist nicht einsatzfähig, weil wir ihn im Moment auf Level 9 verbessern. Ach, nee, jetzt aber ehrlich mal. So, jetzt sind wir wieder an der Suche. Das haben wir ein bisschen geskippt. Okay, der verbessert seinen großen Wächter, aber ich würde da nicht angreifen, weil das einfach zu krass ist. Nein. Adlerartillerie. Bei den Werten. Nein. Kannst du knicken. Wirst du heute 100%ig verlieren. Na gut, vielleicht hätte man die Seher noch zerstört. Aber es wäre zu schwer. Weil ich nicht die Einheiten habe, also quasi das Level. Das ist nicht unmöglich. Ja. Sagen wir mal, starten wir mal mit den 3 Riesenskeletten. Die sich wie Riesen anhören. Oh, ich habe die Walküre schon mal reingeschickt. Oh, die Bombenfalle. Oh, die Magier sind tot. Die erste Bombe hat schon richtig reingehauen. Ich starte mal hier mit den Kürbisbarbaren. Bisschen verstreuen hier. Naja, wäre wahrscheinlich unnötig gewesen an der Stelle. Das Rathaus hat zwar immerhin Schaden kassiert.
Oh, toll. Das ist nicht gefallen. Das war keine. Das war nicht genügend. Ein viertes Riesenskelett hätte genügt. Man musste so weit reingehen. Okay, das war nix. Das war nix. Ein viertes Riesenskelett noch und dann wäre das Rathaus weg. Ah, großartig. Wenn da auch noch diese böse Bombe sein muss. Aber mal ehrlich, was haltet ihr von den Riesenskeletten, die gerade aktuell für kurze Zeit verfügbar sind in Clash of Clans? Oder ich weiß ja nicht, ob die überhaupt für kurze Zeit verfügbar sind, aber ich gehe mal davon aus, ich vermute mal, ja. Welche Meinung habt ihr dazu? Ist es das nicht oder ist es das schon? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Dann können wir das genau, ja. So, sagen. Irgendwie. Aber so genau können wir das alle irgendwie nicht sagen. Voll in die Bombe, aber die Magier sind es nicht. Das nennt man echt ein Rathaus, was noch keine X-Bögen hat. Meine Güte. Oh doch, das hat X-Bögen, aber es hat, sollte eigentlich noch Inferno-Filme haben. Schild des Gegners wird 12 Stunden aktiviert. Hat ein X-Bogen. Oder habe ich jetzt den anderen zerstört? Naja gut, die Kürbisbarbaren hauen rein. Machen da zumindest erstmal ein bisschen Schaden. Mit einer Valkyre. Großartig haben wir schon mal in der Bewertung erreicht. Also, der Sieg ist das definitiv. Werft einfach schön seine Bombe. Ah, sprengt euch. Boom. Und kaboom! Voll zerstört! Ja. Die sind so laut. Die sind so gut. Sind echt so eine schöne Einheit. Ja. Was soll man sagen? Okay, was ist denn jetzt denn da nächstes Mal? Kommende Ereignisse. EP-Ereignis für Clankriege. Valkyrenflug. Oh, wieder Valkyrenereignis. Interessant. Naja, wenigstens wird bald die dunkle Kaserne Level 4 sein hier. Damit wir wenigstens, sollten wir die Bola-Kaserne machen, dass wir immer noch bis zum Golem ausbilden können. Also zumindest die Ausbildungsdauer für Golem auch noch weiter runterkriegen. Ja, wird zwar dann noch ein bisschen länger durchhalten, die Kaserne, aber immer besser mehr als unter, als bin ich so viel. Von der Ausbildungsdauer. Vom Packer ist es ja eigentlich jetzt Optimum, weil er ja, so gut wie alle Kasernen 10. Also eine ist jetzt zwar 11, aber die Packer. Zeit ist jetzt schon mal perfekt runtergesetzt. Müssen wir auch mal langsam irgendwie im Angriff nehmen, wenn wir hier gut verbessert haben. Rathaus Nummer Level 10. Rathaus Level 10 müssen wir bald mal angehen. Aber hey, das Dorf wird ja immer stärker. Eine Elberkanone steht ja schon. Das ist ausgerechnet die Doppelkanone. Bald habe ich ja schon eine zweite Elferkanone. Was ja auch schon heißt, das Dorf ist wirklich stark im Verbessern. Zumindest was den Abwehreinheiten, also Gebäude, zählt.
Die Luftabwehr wird bald 7 sein. Hat ja schon 4 Millionen gekostet. Und diesmal habe ich sie ja gefarmt. Die 4 Mille. Okay, ich hätte auch einen Magiturm auf 7 machen können. Aber mich hat eher mehr die Luftabwehr interessiert. Gut, sollte euch das Video von gefallen haben, dieses lustige, ja, Skeletthaufen, Spaß da, dann lasst doch gerne ein Like da und ein Abo und wie gesagt, das schaurige Skelettdeck für Clash Royale. Den Link für den Deck packe ich euch in die Videobeschreibung hinzu und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, haut rein, noch schöne Tage. Aber ich bin immer noch regelmäßig aktiv. Nicht ganz vergessen.